Hallo ihr Lieben, ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken an dieser Stelle für diese unglaublich vielen zauberhaften Geburtstagswünsche, die ich von euch bekommen habe. Ihr habt mich wirklich, ja, einen wundervollen Tag erleben lassen und ihr habt mich einfach nochmal fühlen lassen, wie sich diese große Vernetzung anfühlt, dieses Aneinanderdenken anfühlt. Davon durfte ich in letzter Zeit ganz viel erleben, auch wenn jemand in Not ist, dass sofort ganz viele Menschen da sind, präsent sind. Ja, und dafür möchte ich euch einfach sehr, sehr danken, dafür, dass ich das erleben darf. Ja, und ich möchte euch auch noch an etwas teilhaben lassen, was mir momentan ganz präsent begegnet. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Und in diesem Traum, den möchte ich mit euch teilen, habe ich in einer Pathologie geholfen. Ich war da Assistentin und es lag eine tote Frau vor uns auf diesem Tisch, um sie zu untersuchen. Und ich sollte dabei helfen, zu untersuchen. Und diese Frau hatte hier am Kehlkopfchakra irgendwie sowas aufgeklebt. Es sah so ganz künstlich aus, ganz seltsam. Und ich berührte das und die Frau fing an, sich zu bewegen, also so zu zucken. Und ich dachte so, ja, mein Gott, wie kann das sein? Aber ich war mir ganz sicher, sie ist tot, weil der Tod musste schon bestätigt worden sein, weil sie liegt ja da in der Pathologie. Dachte ich, das ist wirklich ein Phänomen, dass sich Körper auch nach dem Tod noch so bewegen, und sinnierte da so drüber nach. Und während ich das so tat, öffnete die Frau ihre Augen und setzte sich auf. Und es war aber alles so ganz undramatisch in diesem Bild. Auch die anderen Personen wurden irgendwie ganz unwichtig. Und ich schloss diese Frau in meine Arme und fing an, diese Frau so vor und zurück zu wiegen. Ich fing an, ja, sie in meine Arme zu nehmen, zu trösten und ihr zu sagen, dass alles gut ist. Alles ist gut. Ja. Und als ich heute aufwachte, war das so ein ganz schönes Gefühl davon, dass ich wieder in Kontakt mit einem lange tot geglaubten Anteil von mir kommen durfte. Und ich habe natürlich ein bisschen sinniert darüber, wie kommt es, wo kommt der jetzt her, was steht bei mir gerade an. Ja, bei mir ist gerade ein Thema ganz präsent, mit dem ich mich beschäftige. Und das sind die inkarnationsübergreifenden Einflüsse der Kirche auf unser Leben. Ich habe einige Dinge in meinem Leben jetzt rückblickend erfahren, die ich mir mit meiner Historie aus diesem Leben überhaupt nicht erklären konnte. Ich hatte Zeiten, da hatte ich Angst, ich verbrenne. Da war ich 11, 12. Ich hatte Zeiten, da musste ich zwangsweise beten, weil ich dachte, sonst passiert mir was Schlimmes. Da war ich 17, 18, also in dem Zeitpunkt, wo ich anfing, meine Sexualität zu leben. Und das Interessante ist aber, dass ich aus einem zutiefst atheistischen Elternhaus und einer zutiefst atheistischen Familie stamme. Also ich habe keinerlei Kontakte zur Kirche, außer dass ich im Chor zu Weihnachten mal da drin gesungen habe, aber sonst war da nichts. Ja, und es ging irgendwann vorbei, weil ich mir das mit dem Verstand wieder, weil ich mir das selber erklärt habe, dass das Schwachsinn ist. Und ja, dieses Thema kam in letzter Zeit wieder ganz präsent auf, auch durch einen Traum. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin auf einen ganz spannenden Menschen wieder gestoßen. Das ist der Kurt Meyer aus der Schweiz. Und der hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die heißt Unchurch Now. Und mit dieser Bewegung beschäftigt er sich damit, diese Themen aus dem System wieder herauszunehmen. Damit ist gemeint die Taufe, die Weihung, die Beichte, das Ehegelübde, die Krankensalbung, Flüche etc. Also er nimmt das sehr differenziert nochmal auseinander und es hat mich sehr beeindruckt und sehr bewegt, weil mir einfach ganz viele Dinge dadurch nochmal klar geworden sind. Ja, und ich habe angefangen, diese Schritte zu machen, diese Meditation zu machen, die er anbietet. Und daraufhin hatte ich also diesen Traum. Und
dieses Bild dieses belegten Kehlkopfchakras hat mich extrem bewegt, weil es geht ja um das frei sprechen können, sich frei ausdrücken können, ja, sich in dieser Welt Gehör zu verschaffen. Und es war zu bei dieser Frau, es war einfach zu. Ja, und warum erzähle ich euch das? Also zum einen natürlich, weil mich das sehr bewegt hat, zum anderen, weil ich in diesem Jahr noch einmal die Drachen erwachen lassen darf mit Andreas Krüger gemeinsam und weil ich auch noch einen Intensivworkshop, ein Intensivtagesseminar im Zeit Ahoi machen darf am 2. Januar. Und ich möchte dieses Thema in diesen beiden Veranstaltungen also mit aufgreifen, weil ich merke, wie wichtig das ist, um in die Präsenz gehen zu können, um in die Freiheit gehen zu können. Wie wichtig das ist, diese alten, inkarnationsübergreifenden Dinge aus uns herauszuholen. Und die sind wirklich auch bis in die DNA verankert. Es ist, muss nicht unbedingt schwer sein, die zu entfernen, darum geht es nicht. Aber wir brauchen das Bewusstsein, um dahin zu schauen. Und das wollte ich einfach mit euch teilen, dass dies nochmal ein weiterer Aspekt ist, der jetzt auf diesem Wege nochmal in mein Leben gekommen ist und dass ich merke, was das für einen großen Einfluss hat, wo ich ja nun auch schon auf ganz vieles geschaut habe und mit Sicherheit ist das auch nicht das Ende, darum geht es auch nicht, aber es hat mir einfach nochmal gezeigt, wie schwer es sein kann, einen Schritt in die Freiheit zu gehen, der eigentlich dran ist und alles ruft danach, alles im System ruft danach, geh dahin, mach das. Und irgendwas gibt es, was einen zurückhält. Und ja, ich habe gemerkt, bei mir spielt dieses Thema Kirche, obwohl in dieser Inkarnation nicht wichtig, eine ganz, ganz große Rolle. Und es hat mir ganz viele Schuldgefühle erklärt. Es hat mir ganz viel mein schlechtes Gewissen erklärt. Ja, und das wird also nun auch Teil sein in einer kurzen Trance. Ich muss mal schauen, wie wir das einbauen, wenn wir sehen. Aber wird auf jeden Fall Teil sein im Drachenerwachen, wird sich dort ins Programm einfügen und wird auch nochmal ein ganz expliziter Teil sein in diesem Rauhnachtszyklus im Zeit Ahoi am 2. Januar. Also ich danke euch, ich freue mich darauf, dich, euch dort zu sehen. Alles, alles Liebe.